Hallo meine Lieben, ja, ich drehe Orakelfamilie, ja. Das sind einfach in verschiedenen Themenbereichen, ja, im Inneren von der Familie. Das heißt, was bei dir los ist, was ist bei deinem Partner los, vor allem in Sache eure Ebene Partnerschaft. Dann geht es um Beruf, ob es bei dir oder deinem Gegenüber, also deinem Partner, was ist bei deinen Kindern los, ja. Und was ist im Privatbereich zu achten, oder was kommt auf euch zu, was sind für Themen da, die sich spiegelt, ja? Dann legen wir los, ja? Was ist bei euch in der Partnerschaft los zwischen dir und deinem Partner? So rutschig. Partnerschaften. Dann, was ist bei euch? Beim Kind Privatebene. Los. Es kann sein, dass du hier überall in Resonanz bist, ja? Aber es kann sein, dass nur diese Situation zu deinen Kindern dir Resonanz ist oder wegen Partnerschaft zwischen euch oder nur im Privatbereich. Das wirst du sehen, ja? Wenn ich die Karte deute. Oder beim Geschäftlichen, da, beim Beruf, ja? Arbeit. Da wirst du sehen mit der Zeit. Oder du bist überall, ganze Legung, ja? Genau. Das wirst du dann mit der Zeit dann, ja? Orakelfamilie. Das ist Thema Privatbereich und beim Kinder. Ja, der Mann Aufmerksamkeit schenken muss. Und in Sachen Beruf, ja, mache ich auch eine Karte. Familie. Oh, die wollte raus. Was Berufsebene anbelangt. Finanzgeld. Ja. Dann Orakelfamilie.
Orakelfamilie. Zwei Karten für dich, zwei Karten für die Mutter. Dankeschön. Was bei euch in der Partnerschaft ist, ja? Dankeschön. Bist du ein Partner oder Partnerin? Oh, da kommen drei Karten. Ja, dann ist es so. Was bei euch wichtig ist, ja? Und dann kommt noch diese da. Zwei Karten. Bitte. Yes, ist gut. Nein, 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 das war so. Genau, das war so. Das sind die ersten, die gekommen. Und noch eine. Noch eine. Noch eine. Nein, das ist zu viel. Nee, eine Karte noch. Komm. Eine Karte. Das war zu viel. Ja, danke. Uff, ja. So. Dann, was sagen noch die Winkels zu eurer Partnerschaft in der Liebe? Was ist bei euch los? Und wie ist eure Gemüter? Da kann alle repräsentiert werden. Okay. Und das ist Lenormand, wenn ich brauche, für Deuten. Ja? Also, meine Lieben, jetzt mache ich schnell Kontrolle, ob alles, ja, fast 10 Minuten bei mir schon, aber das ist so. Ja, Orakelfamilie, was ist bei dir los in der Partnerschaft oder sonst? Ja? Bunte Leichtigkeit. Das Kind in dir sucht Ausdrucksmöglichkeiten. Irgendetwas möchtest du zum Ausdruck bringen, was deine Partnerschaft zu deinem Partner oder Partnerin, ja, allgemeine Legung. Und du möchtest mehr fleißig, ja, neues Wagen in der Bindung, ja.
ein Neustart oder etwas aufbauen, Neues probieren, ja? Kleinen Schritt vorwärts und das möchtest du zum Ausdruck bringen, ja? Was bringst du noch in der Partnerschaft? Zärtlichkeit und Schönheit, ja? Das bringst du da in der Partnerschaft mit. Die Schöpferhand, wow, Chance, großes Glück, Neubeginn, Wachstum, Geschenk des Universums, sehr gute Entwicklung, ja? Das Universum, ja, führt dich, ja, in deine Verbindung, in deine Partnerschaft, ja? Weil das, du bist auch ein bisschen gestresst, ja, das kann auf deine Gesundheit, ja, Vitalität, ja, das alles stresst dich, du möchtest das zum Ausdruck bringen. Und wie bist du momentan? Neue Wege, ich bin abenteuerlustig, ja, und das fehlt ein bisschen in der Partnerschaft, okay? Was ist bei deinem Gegenüber los da? Ursache. Erkunde die Antriebskraft, die dein Handeln bestimmt, ja? Und hier sind zwei Karten gekommen. Mhm. Er möchte auch etwas Neues wagen in der Partnerschaft, ja? Oder er möchte auch ein bisschen zu zweit sein, ja? Zu zweit unternehmen, ja? Sachen unternehmen oder ausprobieren, ja? Er möchte spontan, so merke ich, ja, etwas wagen, indem dass ihr zwei mehr Zeit verbringt miteinander, ja. Und wenn ihr noch nicht, ja, aber das ist die Heiratskarte, er möchte einen Schritt vorwärts gehen in dieser Partnerschaft, wenn ihr noch nicht verheiratet seid, ja, kann sein von seinerseits aus, dass er möchte dich heiraten, ja, weil das ist eine Heiratskarte, ja. Wow, ich bin voller Energie, also er steckt viel Energie in diese Partnerschaft, ja, und man ernt, was man sägt, ja. Das Echo, Resonanzgesetz bei euch aus in Umlauf, ja. Und er ist sehr der unabhängige Mann, Distanz, Kühle, Verstand, ja, der Verstandsmensch, ja. Er ist sehr der Verstandsmensch. Und was ist bei ihm im Verborgenen, ja? Was bringt er in eine Partnerschaft? Er muss mehr geben. Ja, das ist das, was du hier, ja, ausdrucksvoll, kann auch ein Thema sein bei euch in der Partnerschaft. Und er hat Angst, Manipulation, ja, kann ein Problem sein bei ihm, ja, dass er versucht, alles zu manipulieren zu seiner Gunst, dass du auf seine Musik tanzt, ja, kann ich so sagen, ja. Und er hat Schmerz kann auch von letzter Partnerschaft sein, ja. Aber das ist alles in Heilung, ja? Dieser Prozess ist in Heilung, so merke ich das, ja? Und hier, wenn ihr noch nicht verheiratet seid, ja, er hat Gedanken damit, dir einen Heiratsantrag zu machen oder etwas, die nächste Stufe, die nächste Level in dieser Partnerschaft zu erreichen, ja, mit dir. Also sehr seriös und ernsthaft, ja? Was ist bei euch noch in der Liebe da? Vertrauen, ja, die Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben, ja, Vertrauen, ja, ist sehr schön, ja, und ihr seid in einer glücklichen Partnerschaft, ja, noch mehr glückliche Zeit kommt auf euch zu und es kommt auch mehr unternehmungslustig, das ist das, was ich aber hier gemeint, ja, er möchte mehr rausgehen, zu zweit etwas, Ausflug, Unternehmungs, ja. Aber du bist ja abenteuerlustig und das ist eine gute Kombination, ja? Und Vertrauen, mehr Vertrauen in diese Partnerschaft. Weil seine Absichten sind gut, sind ernst, ja? Wenn man hier von Hierophant redet, ja? Okay. Dann, was ist bei den Kindern? Nur wenn du Kinder hast, ja? Oder ihr Kinder habt, was ist bei euren Kindern los? Du liebst und verstehst Haustiere. Also, kann sein, dass dein Kind, ja, dass dein Kind Dinge, die man nicht kontrollieren kann,
hier kommt Devil, ja. Das ist Dominanz, Abhängigkeit, ja. Kann sein auch von der Verhalten her, dass dein Kind sehr dominant ist, ja. Und auch sehr kontrolliert in allem, ja. Aber das ist sein Charakter, das spiegelt er, ja. Und ich glaube, die Kinder wünschen Haustiere, ja. Kann ein Thema kommen auf eure Familie, Alltag, ja. Und hier kommt Vereinigung, etwas Neues entstehen, Anstrengung, Kampf, Kinder, Babywunsch. Kann sein auch, dass ihr einen Kinderwunsch habt, ja, und das kontrolliert eure ganze Beziehung. Ja, wenn ihr noch keine habt, verschiedene Szenarien hier, ja, und dieser Wunsch vom Kind kommt in Erfüllung. Ja, du kannst mit einem Wunder rechnen. Und Leute, die schon Kinder haben, sie möchten Haustiere. Ja? Und was ist bei euch, bei euren Kindern los? Ich bin glücklich. Ja? Ihr habt glückliche Kinder. Ja? Oder das wird euch glücklich machen, dieses Kind, die es kommt. Ja? Vielleicht wünschst du dir das auch, oder beide. Ja? Sehr schön. Was ist bei euch im Privatbereich für Themen los? Freudige Überraschung. Auch kann sein, diese Geburt hat, dass man schwanger wird, kann ich nicht ausschließen. Sehr bald wird etwas sehr Gutes geschehen in eurem Privatbereich. Wow. Eyes of Wands. Chance, Entfaltung, Leben, Lebendigkeit, Wachstum. Wow. Neubeginn, sich engagieren. Neue Möglichkeit, Unternehmungslust. Abenteuerlustig und Unternehmungslust, ja. Ihr unternehmt sehr viel miteinander, das ist schön in eurer Familie, vor allem wenn ihr Kind habt. Oder die Leute, die Partnerschaft, die noch kein Kind hat, freudige Überraschung, ja. Nicht auszuschließen, dass man schwanger kann werden, ja. Sehr bald wird etwas sehr Gutes geschehen, ja. Wachstum, wow, sehr schön. Was ist es noch? Der karmische Seelenpartner. Ihr habt eine karmische Partnerschaft, Leute. Ja, das ist von oben bestimmt, eure Partnerschaft. Die tüchtige Frau oder kann auch der Mann repräsentieren. Geschick, Fleiß, ja, verlässlich. Sehr schön. Ich bin beweglich. Und vieles ist im Umwandel bei euch, ja, im Privatbereich. Was ist beim Finanz und Beruf? Die Routen, Qualifikationsgespräche, Diskussionen im und um den Job, aber es kommt Möglichkeiten abwägen, ja, nicht zögern, ja. Möglichkeiten im Berufswelt kommt, kann sein, dass man im Qualifikationsgespräch positiv, ja. Ich bin bereit und man ist bereit, kann dich repräsentieren oder dein Partner, okay, in Sachen Beruf, die Waage. Weisheit, Gleichberechtigung, Kompromisse, Verträge, siehst du, Verträge, Qualifikationsgespräch, Verträge, Diskussionen, ja, nicht zweifeln, ja, und nimm Rat von einer Kartenlegerin, ja, Berateraufsuch, Antwort aufs Kartenlegen, ja, wirst du dann bekommen in Sachen Beruf, sehr schön, wow, das war Orakel. Das war Orakel Familie, ja? Dann wisst ihr, was bei euch in der Familie los ist. Kann sein, ich wiederhole, es ist eine allgemeine Legung, dass du nicht überall in Resonanz bist, aber vielleicht bist du hier, spiegelst du dich wieder, oder da, oder da, oder, ja? Einfach kann sein, dass du nur hier bist, oder hier, oder alles deine Familiensituation entspricht. Ich hoffe, meine Lieben, ja?